So, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute uns bereit mit dem Transferfenster. Es geht in die Vorbereitung auf die neue. Auf die neue Halbserie. Also, wir haben ein Spiel schon gemacht. Wir haben das erste Spiel gewonnen in Würzburg mit 5-0. So, schauen wir gerade mal kurz durch. Steht schon ein paar Verhandlungen. Wer ist denn da jetzt gerade? Gut. So. So, dann ja. Aber noch dauert noch einen Moment mit den Transferangeboten. Leighton Orient. Naja, kann man geben. Okay. So, dauert alles einen kleinen Moment, bis es dann hier weitergeht irgendwann mit dem nächsten Spiel. Ich weiß gar nicht, wann das nächste Spiel ansteht. Ich glaube, kann sein, dass es jetzt im Februar ansteht. So, jetzt geht's gleich rüber über ins neue Jahr. Ja, und zwar jetzt, da sind wir nämlich drin. So, da sind jetzt einige Nachrichten reingekommen gerade. Leg mich doch am Arsch, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Verlängerung delegieren. So, und du bleibst auf jeden Fall erstmal noch ein Minimum noch ein Jahr. Sehr gut. Dann habe ich das Thema schon mal ad acta gelegt. Der Vertrag ist nämlich, wird wahrscheinlich verlängert von Renault. Das ist erstmal gut, dass man zumindest der Keeper bleibt. Ja, die Frage ist, was machen wir? Nee, also gut, ich habe Alternativen, das wäre nicht das Problem. Ein Transferangebot, oh, da ist ein Transferangebot reingekommen. Ist aber nur das eine, oder? Wer will es denn haben? Dijon. Nee, brauche ich nicht. Du bleibst auf jeden Fall bei mir in der Mannschaft, mein Freund. So. Ja, unsere Ziele sind gefährdet. So, dann gucken wir mal in der Transferzentrale, dass ich da mal kurz gucken kann, ob ich mit dem Platz auch noch verlängert bekomme. Zumindest eine Möglichkeit habe, mir zu verpflichten. Die Frage ist, wie viel wollen sie von dem haben? Nee. Der kommt ja wirklich in der neuen Saison. Ja, der Transfer ist ja durch. Frage ist, ob sie den ob sie sagen, komm, ist okay. Oder ob sie sagen, ist zu teuer. Zu wenig, meine ich. Wahrscheinlich steht jetzt offen. Nein, es ist zu wenig. Kann man machen. Das können wir machen. Das erste Budget. Also 2,75 Millionen Euro, das wäre jetzt zumindest eine.
2 Jahre und dann ein Transfer. Ja, perfekt. Frage haben wir so übergehen. Der Skerl ist schon 32, da wird nicht viel passieren. So, die damit haben wir zumindest eine Alternative, sollte Dings gehen. Sollte. Sollte McKenny den Verein verlassen. Die Frage ist, ob er jetzt geht oder ob er dann geht. Transferangebot an Dragovic. Die Frage ist, ob er bleibt. Ja, das ist es halt, ne? So, die Zentrale mal reingucken, gerade kurz. Ach, die Zentrale. Doch, obwohl, kann man auch mal gucken. Ich versuche, ob ich den nochmal zumindest ein Jahr verlängert bekomme. Dann werde ich mich das. Ne, der steht nicht zur Verfügung. Dann wird er wahrscheinlich nach der Saison zu Burnley gehen. Ich denke, dass er nicht sofort geht, sondern nach der Saison erst. Ja, ist tatsächlich jetzt amtlich. Und damit ist der Transfer unter Dach und Fach zu Burnley. Zumindest da der Transfer ist durch. Da können wir jetzt nichts mehr tun. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir in der neuen Saison nochmal was versuchen. Bezüglich einer Innenverteidiger. Damit ist eigentlich jetzt ärgerlich. Aber gut, ich habe eine Alternative. Ich habe ja das. Bella konnte noch einen auf der Bank sitzen. So, Transferangebot für McKenny, da ist ein Angebot rein. Warte mal. Es ist Villa will. Younis Belhanda. Villa haben. Ehemaliger von uns sogar tatsächlich. Der auch tatsächlich ein bisschen auf dem Abstiegsgleis steht, ne? Der auch tatsächlich abgegeben werden soll. So, ich werde mal delegieren. Ich werde mal gucken, dass die sagen, die verdoppeln die Summe auf 20 Millionen glatt und dann Belhanda dafür rausnehmen. So, ich guck mal, ob ich das jetzt durchkriege, den Transfer. Ich weiß, ich hätte das vorher machen müssen, ne? Ja, nun beende ich, beende dann. So, das ist erstmal. Ich brauche ihn jetzt gerade nicht. De Bochum ist das nächste Spiel.
Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Jawohl, ja, machen wir doch in der nächsten Folge, genau. Bis dann.